Du bist über die Berichterstattung zur E-Zigarette in den Medien aktuell verunsichert? Auf E-Zigarettenleben findest du alle Informationen und Fakten. Du möchtest, dass Raucher auch in Zukunft erfolgreich auf die wesentlich weniger schädliche Alternative umsteigen können? Unterstütze die Aktion Vaping is not Tobacco. Links zu den beiden Webseiten findest du unter diesem Video. Yay, die Vinci X von Woopoo und das Ganze mit einem Gene-Chip drin. Ein All-in-One-Device. Und was Beste, man kann sogar 18650er reinschrauben. Ah, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu der Vinci X von Woopoo, hier in Gunmetal, Wabenmuster, bunt, schön Display, plus minus Feuer, 18650er Akku, ein All-in-One-Device. Und ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch, schauen mal, was der Hersteller uns da alles in den Karton gepackt hat und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit, Dampftest und Geschmackstest. Also, auch heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first, hier haben wir die Verpackung von der Vinci X von Woopoo mit Gene-Chip. Auf der Rückseite steht, was mitkommt. Packen wir das Ganze mal aus, dann finden wir hier im Inneren einmal das Gerät selber. Hier ist noch kein Kopf drin, zwei Köpfchen kommen mit. Und wenn wir hier den Schaumstoff hochnehmen, finden wir unter diesem Pappdeckelchen hier noch das übliche Zubehör. In diesem Fall natürlich eine Benutzeranleitung, ein kleines Säckchen mit Silikat. Und ein formschönes USB-Kabel. Gut, dann schauen wir uns das Gerät mal aus der Nähe an. Ich drehe das hier erstmal für euch und komme eben zu den Spezifikationen. Wir haben eine Gesamtlänge von 117 mm hier oben mit dem fest verbauten Drip-Tip, eine Breite von 29,5 und eine Tiefe von 25,3 mm. Wir können regeln, von 5 bis 70 Watt in den Tank hier oben, in den Pott passen bis zu 5,5 ml an Liquid rein. Hier ein bisschen aufpassen, es gibt auch die 2 ml UK Variante und die Leistung reicht hier für Köpfe aus ab 0,1 Ohm Widerstand bis 3 Ohm. Die Ausgangsspannung kann von 3,2 bis 4,2 Volt geregelt werden. Wir haben also keinen Upstepper hier drin und hier passt ein 18650er rein, der nicht mit dabei ist, den ihr hier aber reinstecken könnt. Das Gehäuse ist aus Zinc Alloy und PCTG gemacht und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer hin. Als erstmal fällt natürlich diese Form hier auf. Das ist halt hier oben im Bereich, verjüngt sich das. Da sitzt unser Pot hier drin, den kann man hier halt entsprechend rausziehen, der ist magnetisch gehalten und in dem Tank sitzt, wenn wir ihn bekommen, auch noch kein Köpfchen. Als erstes sucht man natürlich jetzt hier so ein bisschen, wo fülle ich denn da Liquid rein? Aha, hier an der Seite haben wir wieder so eine Lasche, die wir da abfummeln können. Ich finde, das ist immer eine blöde Lösung, weil mir gehen die auch immer mal wieder hier raus. Die werden ja hier an dem anderen Ende auch wieder gehalten, dadurch, dass die da drin stecken. Und dann kriegt man die kaum wieder da rein. Die Öffnung ist aber hier relativ groß. Und der Hersteller hat ein Material gewählt. Ja, man kann in den Tank reingucken. Wir sehen, wie viel noch drin ist. Durchsichtig. Finde ich sehr gut. Viele neigen ja dazu, hier grau oder noch dunkler zu nehmen, sodass man kaum sehen kann, wie viel Liquid denn noch im Tank ist. Und hier kann man zumindest mal jetzt reingucken. Ja, bei den Köpfen haben wir zumindest mal zwei verschiedene Varianten mit dabei, die sich im Widerstand und im Zugwiderstand natürlich unterscheiden. Ihr seht das schon an der Öffnung. In beiden ist hier Mesh drin. Das ist hier wieder so ein Gewebe. Ja, also kein Sieb in dem Sinne, sondern so ein gestanztes Blech. Was aber geschmacklich eigentlich ganz okay ist und ihr könnt halt so ein bisschen gucken, ja, wie hoch soll denn mein Zugwiderstand sein. Das ist hier kein wirkliches MTL-Köpfchen hier mit der kleineren Öffnung drin. Wir haben ja auch hier keine Airflow, wo wir irgendwas regeln können. Das heißt, wir sind mit dem Zugwiderstand, wie das Gerät kommt, müssen wir halt klarkommen. Wir können aber mit dem offenen hier auch ein Restricted DL machen. Da ist das dann ungefähr, ja, es ist nicht komplett offen, aber Restricted DL kriegt ihr hier eigentlich ganz gut mit geregelt.
Ihr müsst aber auch nichts schrauben. Die Köpfchen werden einfach hier reingesteckt, einmal feste drücken und dann sitzen die eigentlich auch ganz gut hier drin. Nach dem Befüllen solltet ihr natürlich so 3 bis 4 Minuten warten, damit die Keule sich einmal auch vollgesaugt hat. Ich packe hier mal mein Vanilleeis von Dash rein. Das ist so eine Vanille mit einer schönen Minze, also kein Colada. Das ist das einzige aus dieser Eisserie von Dash One, was kein Colada, sondern halt dann Minze verwendet. Super sau lecker. Und ihr seht schon, ist machbar, die Öffnung ist relativ groß. Dann noch einmal hier reindrücken und dann, wie gesagt, lasst es 3-4 Minuten stehen, damit der sich einmal vollsaugen kann. Gut, dann kommen wir jetzt zu diesem kleinen Akkuträger. Ich finde es schade, dass der keinen 15er Anschluss oben hat, weil er ist eigentlich klein und schön und handlich. Wir haben einen Jean-Chip da drin, wir haben sogar eine Ladebuchse hier. Von daher, ja, fangen wir mal im oberen Bereich an. Hier sitzt halt unser Pott. 4 Magneten halten relativ gut. Wir haben hier unsere beiden Kontakte, wo die Spannung dann zur Coil kommt. Im vorderen Bereich haben wir unseren Feuerknopf hier und unsere Plus- und Minus-Taste. Der obere ist Plus, untere ist Minus. Ladeanschluss. Und dann hier im unteren Ende die Überraschung. Hier ist kein fest verbauter Akku drin, sondern wir können hier Akkus reinpacken. Und zwar 18650er. Und das ist ja von der Leistung zumindest mal ausreichend für das, was wir da betreiben wollen. Der Mechanismus ist ganz okay. Das Gewinde ist ein bisschen kurz. Ihr seht hier Minus. Also hier soll dann der Minuspol des Akkus hin. Und wir haben ja auch ein paar Entgasungslöcher. Wenn ich jetzt hier in die Tube reinpuste, kommt aber auch hier Luft aus dem Anschluss raus. Also die ist nicht komplett dicht. Pluspol also zuerst. Packen wir mal den Akku rein. Und dann drehen wir das Ganze hier wieder zu. Ein bisschen merkt, sitzt. Wackelt auch nichts, das Gerät hat kein Klappern oder sonstiges. Und dann können wir mit 1, 2, 3, 4, 5 das Ganze hier einschalten. Und dann ist es wie bei jedem anderen Akkuträger halt auch. Als erstes könnt ihr hier die Uhrzeit einstellen, falls ihr das verwenden wollt. Und wenn ihr dann den Feuertaster gedrückt haltet, ist das Ganze hier freigegeben. Wir sehen hier einen sehr schönen farbigen Display. Das ist ein OLED, da können wir auch schön von der Seite drauf gucken. Ist relativ hell, also auch bei Tageslicht gut zu erkennen, dass wir jetzt hier im Wandmodus sind. Das Gerät ist nicht gelockt. Wir haben einen Puff-Counter, der steht jetzt hier auf 0. Wir haben die letzte gedampfte Zeit, das war 0,92 Sekunden. Er hat jetzt hier keinen Widerstand gemessen, also steht dann 9,99 und deswegen hat er auch hier keine Spannung entsprechend, weil, ja, müssen wir gleich erstmal die Coil oben drauf packen. Das ist alles sehr schön animiert hier auch, ne? Also Check Atomizer ist nicht nur einfach noch Text, sondern auch mit Symbolen entsprechend. Und sobald wir jetzt den Tank hier oben reinstecken, sehen wir auch schon, dass er den Widerstand überwacht. Das misst er relativ schnell, dass wir jetzt hier bei 0,3 Ohm sind. Ich gehe mal mit der Leistung ein bisschen weiter runter, damit das Köpfchen sich noch ein bisschen weiter vollsaugen kann. Und während wir feuern, zeigt er dann hier unten noch die Spannung an. Ja, das Gerät ist natürlich beschnitten. Der Jean-Chip ist hier zwar drin, aber wir können jetzt hier nicht noch zusätzlich andere Modi verwenden. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir haben so ein paar Sonderfunktionen natürlich. Wenn ich Feuertaste und Minus gedrückt halte, dann wird der Puff-Counter zurückgesetzt. Und wenn ich die Feuertaste und Plus drücke, dann ist das Gerät gelockt und ich kann hier nichts mehr verstellen. Ich kann auch nicht mehr feuern. Das ganze Gerät ist komplett dann gesperrt. Feuertaste und Plus nochmal gedrückt. Und dann ist das Ganze wieder freigegeben und ich kann einstellen und ich kann dampfen. Ja, und viel mehr gibt es hier auch nicht an Funktionen. Schauen wir uns nochmal hier die Seiten an. Die gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt hier mit so einem Wabenmuster. Die sind, finde ich, sehr wertig geworden. Das ist hier so ein Gunmetal auch von der Oberfläche. Das haben sie sehr schön gemacht. Wir sehen hier oben, wo unsere Luft natürlich ins Innere reinkommt, zur Coil. Also vom Design her gefallen die mir wirklich gut und es ist durch das Zinc Alloy auch ein recht schweres und wertiges Gerät. Klar, wir haben jetzt im oberen Bereich Kunststoff und wenn das ungünstig da drauf fällt oder so, kann da vielleicht mal schnell was kaputt gehen. Die kann man aber auch hier natürlich als Ersatz kaufen. Ja, das Mundstück ist hier fest verbaut. Wir können hier leider keinen 15er verwenden, finde ich ja immer schade. Also das muss einem natürlich auch so ein bisschen liegen. Ja, aber ich finde, es ist ein wirklich hübsches Gerät geworden. Ich würde sagen, wir gehen mal so langsam nach oben und dann kommen wir mal zum Fazit und zum Geschmackstest. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Lecker. Ich habe hier mein leckeres Liquid drin.
Und es schmeckt mir genauso, wie es schmecken soll. Das Teil ist von vorne bis hinten. Ich finde es gut. Ich finde es echt gut. Also erstmal die Optik. Das ist ein schönes Format. Das liegt gut in der Hand. Es sieht schick aus. Wir haben jetzt hier dieses Gunmetal, dann hier dieses Warmmuster. Es gibt aber auch ganz viele andere schöne Farben. Wir können dann einen 18650er-Coden reinpacken. Und es ist regelbar. Wir haben ein schönes Display. Wir haben einen vernünftigen Chip da drin. Wir haben genug Liquid. Wir können sogar sehen, dass das da im Tank ist. Es ist durchsichtig, der Tank. Ehrlich hat es mal ein Hersteller geschafft, dass man das wieder sehen kann. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Ich kann nicht viel falsch machen. Das ist für Einsteiger gut. Selbst wenn ich die höchste Leistung hier drauf packe, gehen wir mal auf die 40 Watt. Watt, guckelt nicht. Also der kann keiner, egal was man da macht und tut, das Ding läuft, es liefert einen sehr guten Geschmack. Ist halt bei Mesh immer so ein bisschen süßer als bei einer normalen Rundkohl. Aber okay, ich kriege die Köpfchen vernünftig hier raus und wieder rein. Das Nachfüllen ist zwar ein bisschen fummelig, aber okay. Das ist ein Gerät, was ich halt befülle und benutze. Und ja, man muss natürlich auch noch einen Akku reinschrauben, sonst fällt einem auf, dass das nicht so viel dampft. Es gefällt mir wirklich gut. Also, da hat Wupu, wir haben ein schlechtes Image wegen dem ganzen Marketing-Quatsch, den sie in der Vergangenheit getrieben haben, eigentlich alles richtig gemacht. Das ist besser als die Pods, die es sonst so gibt, würde ich sagen. Weil es ist ein schönes All-in-One-Device, was ohne dass ich irgendwas verstellen kann, ich muss halt nur befüllen und kann es halt nutzen. Das finde ich sehr schön. Ich kann die Köpfchen wechseln, die Köpfchen haben sehr guten Geschmack. Und ja, ich würde sagen, alle drei Daumen hoch, die ich habe. Das war jetzt schon wieder viel zu positiv, oder? Ich muss noch irgendwas Negatives finden. Ich kann keinen Kaffee kochen, zum Beispiel. Egal, so wie immer, entscheidet selber. Ich habe euch alles gezeigt. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann packt sie runter unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen, eine besinnliche Weihnachtszeit und ja, ich hoffe, bis bald. Eure Dampfwolke. Tschüss! Du bist über die Berichterstattung zur E-Zigarette in den Medien aktuell verunsichert? Auf E-Zigarettenleben findest du alle Informationen und Fakten. Du möchtest, dass Raucher auch in Zukunft erfolgreich auf die wesentlich weniger schädliche Alternative umsteigen können? Unterstütze die Aktion Vaping is not Tobacco. Links zu den beiden Webseiten findest du unter diesem Video.